Wir wissen, dass Frau Lagarde natürlich eine Juristin ist und keine Ökonomin und dass sie als IMF-Chefin damit beschäftigt war, ja, bankrotte Bananenrepubliken mehr oder weniger zu retten. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Markus Gärtner. Ich begrüße ganz herzlich Ronald Stöferle als Gast. Sie haben hier gerade Ihren Auftritt gehabt beim Privatinvestortag 2019. Viel beachtet, viel Zustimmung. Es ging um Vertrauen und Gold und was das alles mit den Kapitalmärkten zu tun hat. Lassen Sie uns mal mit dem Vertrauen anfangen. Wir beobachten eigentlich in westlichen Gesellschaften überall Vertrauensverlust bei den Menschen in die Kirchen, in die Medien, in die Behörden. Thema innere Sicherheit bei uns sehr groß in Deutschland und so weiter und so fort. Was hat das alles mit den Kapitalmärkten im Augenblick zu tun? Ja, das Thema Vertrauen ist ein sehr spannendes, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Man glaubt, das ist Gott gegeben, ja, man hinterfragt eigentlich gar nicht, was Vertrauen eigentlich ist, wie Vertrauen sich bildet, wie wichtig es auch ist für unsere Gesellschaft, ja, nicht nur im privaten Bereich, wo das Vertrauen natürlich in der Beziehung, in der Familie wichtig ist, sondern natürlich auch im Geschäftsleben. Mein Co-Autor, der Rahim Tagezadegan, spricht oft von High Trust Societies und Low Trust Societies. Für dieses Buch, ich halte es mal hoch. Genau, ja, genau. Und wenn man sich dann damit beschäftigt, was uns so in den letzten Jahren, wie sich da unterschiedlichste Bereiche entwickelt haben, beispielsweise die Medien, wo, glaube ich, das Vertrauen in den Staatsfunk, in etablierte Zeitungen und Zeitschriften durch diverse Skandale immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wir sehen das natürlich auch bei ganz großen Konzernen, wo das Vertrauenskapital aufgebraucht wurde. Wir sehen das im Bereich der Politik, wo wir eine extreme Polarisierung sehen rund um den Globus. Also man sieht den Vertrauensverlust in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen des Lebens. Und Vertrauen ist natürlich für die Geldordnung essentiell. Ich habe im Vortrag jetzt auch gesagt, Papiergeld ist eine Religion, an die man glauben muss, und die Notenbanker sind die Hohepriester dieser Religion. Und das Spannende am Thema Vertrauen ist, dass es extrem asymmetrisch ist, ja. Das heißt, es dauert sehr, sehr lange, bis dieses Vertrauen aufgebaut ist, und es kann dann wirklich wenige Momente, Augenblicke benötigen, um dieses Vertrauen komplett zu erodieren, ja. Und im Bereich der Geldpolitik ist es jetzt im Moment so, dass, glaube ich, viele Leute die Symptome der Nullzinspolitik sehen. Dass sie sehen, dass die Immobilien eigentlich nicht mehr leistbar sind für normale Familien. Sie sehen, dass auf der anderen Seite die Aktienmärkte sehr, sehr stark gestiegen sind. Sie sehen, dass das Gap zwischen Reich und Arm immer und immer größer wird. Aber sie können nicht wirklich definieren, was auch die Gründe dafür sind. Ja? Und unserer Meinung nach ist eben die Geldpolitik ein ganz ein wesentlicher Grund. Und da stellt sich die Frage, wo das Vertrauen in den Euro, ins System dann plötzlich kippen wird. Es ist schwer zu prognostizieren. Aber bei -2, bei -3% negativen Zinsen kann es schon sein, dass dann plötzlich das Vertrauen ganz, ganz schnell weg ist. Also deshalb, als ich vor 13 Jahren den ersten Gold Report geschrieben habe, habe ich mir gedacht, In Gold We Trust ist ein schöner Titel. Aber ich bin mir jetzt im Laufe der letzten Jahre eigentlich immer mehr bewusst geworden, wie treffend der Titel ist. Ja. Und ich glaube, das Vertrauen in Gold. Ich bin mir sicher, dass es in 10 Jahren das Gold noch eine schöne Kaufkraft haben wird. Was den Euro betrifft, was den Dollar betrifft, da wäre ich mir nicht so sicher. Sie haben in Ihrem Vortrag, den ich erwähnt habe, auch ein sehr schönes Schaubild gezeigt. Da war die Relation zu sehen zwischen dem Bierpreis und einer Feinunze Gold. Was, glaube ich, das Gegenstück war der Maßkrug Bier. Kann man das in ein, zwei Sätzen nochmal wiederholen, wie das aussah? Naja, wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen zu zeigen, dass die Inflation, die so offiziell ausgewiesen wird, mit der Realität relativ wenig zu tun hat. Ja. Und da gibt es sehr, sehr schöne lange Zeitreihen, beispielsweise vom Preis einer Maß Bier auf der Wiesn. Und dann sieht man, dass die Preise auf der Wiesn im Schnitt, ich glaube, um 4 oder 4,5% pro Jahr steigen. Das heißt, die Kaufkraft der D-Mark oder des Euros jetzt sinkt sukzessive in Bier auf der Wiesn gemessen. Und dann haben wir das Ganze in Gold gemessen. Und da sieht man eben schön, dass Gold die Kaufkraft langfristig eigentlich ganz gut konserviert. Und man kann einerseits sagen, die Preise steigen. Man kann andererseits aber auch sagen,
die Kaufkraft des Euros fällt, gemessen an Aktien, gemessen an Gold, gemessen am Bier auf der Wiesn. Und insofern sind solche Vergleiche aus dem täglichen Leben uns sehr wichtig. Wir haben das mit Eis gemacht, ja, wir haben das mit Disneyland-Eintrittskarten gemacht, mit Schokoladenregeln, mit Autos etc. Und da sieht man schon schön, Gold ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber langfristig konserviert es die Kaufkraft sehr, sehr schön und das ist das Wesentliche. Die Inflation wird ja ordentlich versteckt. Sie haben das ja schon angedeutet, die Notenbanken sprechen von 2%, die sie ansteuern, da wird schon suggeriert, sie ist sehr klein, aber wenn ich bin jetzt 59, zurückdenke, bis in die 80er Jahre hinein hat ein Einkommen gereicht, um die Familie zu ernähren, das Auto zu finanzieren, die Miete zu bezahlen, vielleicht sogar auch ein, zwei Urlaube im Jahr. Heute braucht man dafür zwei, die arbeiten gehen und Einkommen verdienen. Ja, das ist so. Ja, das ist eine Konsequenz des Geldsystems, das ist eine Konsequenz auch des Steuersystems, Stichwort kalte Progression etc. Und ich glaube, es ist ganz wesentlich und das versuchen wir eben auch im Buch Die Nullzinsfalle, wo wir als Untertitel haben, wie die Wirtschaft zombifiziert wird und die Gesellschaft gespalten wird. Und da ist es ganz, ganz evident, dass durch den sogenannten Cantillon-Effekt, dass es einfach Profiteure gibt der Geldschöpfung und dass es viele, viele Leidtragende gibt. Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, auch nicht verwunderlich, dass Populisten am rechten und am linken Rande des Spektrums die Wahlen eigentlich rund um den Globus gewinnen, dass die Mitte komplett wegbricht. Und ich glaube, viele Probleme, die wir im Moment sehen, kann man zurückführen, wenn man wirklich willens ist, ja, auch ein bisschen tiefer zu graben, und kann man im Geldsystem eigentlich finden. Und deshalb, heutzutage wird sehr, sehr viel über Nachhaltigkeit gesprochen, ja, und alle denken so nachhaltig und beim Investieren soll man nachhaltig sein, aber über die Nachhaltigkeit unseres Geldsystems, ja, und über die Nachhaltigkeit der Schuldenpolitik denkt eigentlich niemand nach. Ja. Und deshalb, wir haben dann gesagt, Financial Environmentalism, ja, das könnte man auch einmal erwähnen, aber diese Diskussion findet leider nicht statt. Es ist eine sehr, sehr wichtige Diskussion, die eigentlich geführt werden sollte. Sie haben Ihr Buch ja schon erwähnt. Ich habe das hier mitgebracht, damit wir es auch nochmal zeigen können. Die Nullzinsfalle, das haben Sie mit zwei Co-Autoren zusammengeschrieben. Jetzt ist es schon in der zweiten Auflage. Die erste kam im Frühjahr dieses Jahres. Was ist mit der Nullzinsfalle gemeint? Wenn ich es richtig verstanden habe, haben sich die Notenbank in eine Position hineinmanövriert, aus der sie jetzt kaum noch herauskommen. Genau, also im Endeffekt haben wir sehr asymmetrische Zinspolitik gesehen. Das heißt, im Aufschwung wurden die Zinsen erhöht, aber dann im Abschwung wurden sie immer mehr gesenkt, als sie zuvor erhöht wurden. Und dann kommen wir irgendwann natürlich bei Null an. Und da sind wir jetzt gelandet. Die Amerikaner sind natürlich ein bisschen pragmatischer vorgegangen und haben jetzt für den Abschwung, der sich gerade ankündigt, haben noch deutlich mehr Pouvoir für Zinssenkungen. Denn normalerweise im Rahmen einer Rezession werden die Zinsen um 5 Prozentpunkte gesenkt. Die EZB ist da absolut in der Nullzinsfalle und deshalb wird auch da schon ganz offen über viel extremere Maßnahmen nachgedacht. Also Quantitative Easing wurde, nachdem es 4 Monate lang auf Eis gelegt wurde, wurde jetzt wieder angekündigt für den Herbst. Wir wissen, dass Frau Lagarde natürlich eine Juristin ist und keine Ökonomin und dass sie als IMF-Chefin damit beschäftigt war, bankrotte Bananenrepubliken mehr oder weniger zu retten. Also das ist, glaube ich, diese Entscheidung ist kein Zufall. Und insofern erkennt man daran schon, dass wir in dieser Falle stecken, dass wir da sehr, sehr schwer rauskommen. Je höher die Verschuldung, desto größer ist natürlich die Aversion gegen steigende Zinsen. Ja. Und wir sehen auch innerhalb der EZB, dass auch hier diese Polarisierung stattfindet. Bei der letzten Entscheidung gab es 12 Länder, die dagegen gestimmt haben. Ja. Und auch diese sehr, ja, fast schon an der Öffentlichkeit ausgetragene Diskussion über die letzte Entscheidung, das zeigt eigentlich schon, dass hier Nordländer, Südländer, Hartwährungsländer, Weichwährungsländer innerhalb der Eurozone immer mehr eigentlich sich aneinander reiben und die Differenzen immer größer werden. Und diese Nullzinspolitik hat unterschiedlichste, sehr perfide Konsequenzen. Also die Schmerzrezeptoren, die stumpfen eigentlich ab, nachdem eben
Ich habe es im Vortrag gesagt, ja, die Marktteilnehmer wie pawlowsche Hunde konditioniert sind. Ja, immer mehr monetäre Leckerli, immer niedrigere Zinsen, immer mehr Quantitative Easing. Wir sehen diese Zombifizierung auf der Unternehmensseite. Wir haben zuletzt die niedrigste Konkursquote gehabt seit, glaube ich, mehr als 30 Jahren. Das ist oberflächlich gesehen, ist es schön, aber für einen Standort ist eben auch eine gewisse natürliche Auslese etwas Normales und etwas Positives. Und die wird ausgeschaltet. Genau, ja. Und dann sehen wir eben auch ganz massive gesellschaftliche Konsequenzen. Also ich habe da die Kurzfristigkeit des Denkens beispielsweise angesprochen, da gibt es unterschiedlichste Beispiele. Aber das ist etwas, das uns sehr beschäftigt und da war es uns wichtig, diese Themen eben auch im Buch anzusprechen. Man wundert sich, dass da nicht mehr öffentliches Gegensteuern ist, nicht mehr Proteste. Also es werden Renten abgenagt, es werden Ersparnisse abgenagt. Wir haben eine Welt, die auf dem Kopf steht. Ich habe mich dabei erwischt, mal darüber nachzudenken, ob ich nicht jetzt einen größeren Kredit aufnehmen soll. Dafür wird man jetzt neuerdings bezahlt. Ist doch verrückt. Ja, also man sieht schon, ich meine, die Kids gehen schon auf die Straße, ja, und sind da auch relativ leicht zu mobilisieren. Aber so für Finanzthemen irgendwie, das interessiert dann doch niemanden. Ja. Also da geht man dann für die Rettung des Planeten auf die Erde, ja, und auf die Straße. Was jetzt auch grundsätzlich gar nicht schlecht ist, ja, aber ich glaube, dieser Fatalismus, den man da oft sieht, der ist doch oft ein bisschen übertrieben und vor allem sind auch die Maßnahmen, die jetzt da gesetzt werden sollen, meiner Meinung nach fragwürdig. Ja. Also das ist mittlerweile auch, die Christine Lagarde hat gesagt, dass die EZB viel grüner werden sollte und im Endeffekt ist die EZB, die ja, wie es uns immer vorgegaukelt wurde, nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank aus der Wiege gehoben wurde, die ist mittlerweile zu einem sehr, sehr politischen Instrument verkommen. Und das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung, die besorgniserregend ist, ja, und die sich auch darin manifestiert, dass der Goldpreis auf Euro-Basis auf einem neuen Allzeithoch steht. Ja. Sie haben gerade dieses interessante Beispiel gegeben von Christine Lagarde, die jetzt auch über das Klima spricht, wenn man das mal zurückverfolgt. Das kommt vom neuen Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane, der war bis zu Jahresbeginn der Chef der irischen Zentralbank. Der hat zu dem Thema eine Studie gemacht und hat gesagt, das müssen die Notenbanken jetzt in ihr geldpolitisches Portfolio aufnehmen. Und das führt uns zu einem Punkt, nachdem ich Sie auch mal fragen möchte. Wir sehen eine sehr starke und drastische Politisierung der Notenbanken. Lagarde war Finanz- und Wirtschaftsministerin in Frankreich, ihr Vize, Herr de Guindos, der war Wirtschaftsminister in Spanien. Philip Lane ist sehr politisch ausgerichtet und Donald Trump in den USA hat die Fed auch erkennbar unter Druck gesetzt, massiv unter Druck und er hat sicher seinen Teil dazu beigetragen, dass die Zinswende dort gekommen ist im Juli, glaube ich. Was bedeutet es auf lange Sicht, wenn die Notenbanken so stark politisiert werden und damit auch zum Instrument von Regierungen gemacht werden? Es war natürlich früher eine Konstellation, die eher Bananenrepubliken eben vorbehalten war. Ja. Und die Unabhängigkeit der Notenbanken ist etwas ganz was Essentielles. Wenn man sich auf der anderen Seite dann die Besetzungspolitik anschaut, ja, dann kann man die zumindest einmal in Frage stellen, die Unabhängigkeit der Notenbanken. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass in den USA diese massive Kritik von Donald Trump, aber auch von Steve Mnuchin, was die Federal Reserve und Jay Powell betrifft, das hat es in den letzten 30 Jahren nicht gegeben. Ja. Und Trump hat das eigentlich aus spieltheoretischer Sicht gar nicht so blöd gemacht, denn er hat es den schwarzen Peter eigentlich dem Jay Powell zugesteckt. Ja. Das heißt, wenn die Rezession kommt, dann kann er sagen, der Powell ist schuld und die Fed, die waren zu restriktiv. Und wenn nicht und wenn sie die Zinsen eben senken, ja, dann kann er sich eigentlich dafür rühmen. Also nicht so blöd gemacht, das muss man ihm lassen. Aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich einmal, wenn man einen Schritt zurückgeht, die Tatsache, dass sich Finanzmarktteilnehmer eigentlich nur noch damit beschäftigen,
und versuchen zu antizipieren, was die Notenbanken als nächstes machen werden, ja, und da jede Worthülse irgendwie interpretiert wird und auf die Waagschale gelegt wird, ja, das sagt eigentlich schon, wie abhängig wir von den Notenbanken sind, ja. Vor 30, 40 Jahren hat man kaum gewusst, was da in den Notenbanken eigentlich gemacht wird. Und das zeigt schon auch die systemischen Probleme an. Und meiner Meinung nach ist, es ist ganz evident, das habe ich auch im Vortrag gezeigt, dass die Zinswende in den USA, nämlich nach unten, dass die im vollen Gange ist, dass dieser monetäre U-Turn stattfindet, und es wird auch jetzt seitens ja, von Wissenschaftlern und diversen Thinktanks wird natürlich auch da schon Stimmung gemacht für negative Zinsen in den USA, für mehr Quantitative Easing etc. Aber, und ich denke schon, dass auch das auch eine ganz klare Message war in den letzten Monaten. Die Notenbanken sagen auch, wir haben schon uns wirklich weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Wir haben Terra Incognita betreten. Jetzt gilt es, dass die Notenbanken mal vielleicht ein bisschen was noch machen und stimulieren. Aber jetzt gilt es, Fiskalpolitik zu betreiben. Ja. Aber der Köcher ist ganz sicher noch nicht leer. Nein. Also da darf man die Kreativität auch nicht unterschätzen. Ja. Und dann gibt es natürlich Dinge, wo man sich vor 3, 4 Jahren gesagt hätte, Helicopter Money oder MMT, Modern Monetary Theory, klingt natürlich unglaublich sofistiziert. Wäre ja, undenkbar gewesen. Wäre undenkbar gewesen, ja. Aber diese Dinge, oder QE for the people, klingt natürlich fantastisch. Ja. Diese Dinge werden kommen. Ein Bernie Sanders beispielsweise, der im letzten Wahlkampf noch ganz weit links außen war bei den Demokraten, ist mittlerweile eigentlich von der Elizabeth Warren überholt worden. Ja. Also das ist mittlerweile schon wirklich ja, sehr sozialistische Politik, und ich glaube, das wird Donald Trump im Wahlkampf dann auch wirklich spielen, und die Amerikaner werden keinen Sozialisten wählen wollen. Also ich glaube, das wird ganz interessant werden. Fakt ist, die Amerikaner fahren jetzt schon extrem expansive Geldpolitik, haben heuer ein Defizit von mehr als 1 Billion. Nur zum Vergleich, in der Eurozone letztes Jahr das gesamte Budgetdefizit innerhalb der Eurozone 60 Milliarden, also eigentlich Peanuts. Deshalb finde ich es auch immer ein bisschen einseitig, wenn nur auf die Eurozone draufgehaut wird. Fiskalisch stehen wir da gar nicht so schlecht da. Aber Fakt ist, Fiskalpolitik, massive Infrastrukturprogramme etc., natürlich schuldenbasiert, die werden in der nächsten Krise kommen, und das hat dann auch viel schneller und stärker einen konjunkturellen Impuls und auch einen Inflationsimpuls. Ja. Und gesellschaftlich auch, wie Sie schon gesagt haben. Sie haben eben auch ein schönes Beispiel genannt aus Erfahrungswerten, dass in der Rezession die Leitzinsen bis zu 5% sinken können. Dann könnten wir bis minus 5 gehen, dann wäre die komplette Gesellschaft auf den Kopf gestellt. Was würde das denn bedeuten? Ich weiß nicht, wo der Punkt ist, wo die Leute dann wirklich quasi den Hut draufhauen. Ja. Ob es -2, -3% sind oder vielleicht nur oder sogar -5%. Ja. Das werden wir im nächsten Goldreport versuchen zu beantworten. Es gab in der Schweiz beispielsweise schon Phasen in den 70er Jahren, wo man versucht hat, diesen massiven Kapitalfluss in die Schweiz damals zu unterbinden mit massiv negativen Zinsen für Ausländer. Ja. Also da gibt es schon einige Experimente historisch gesehen. Das ist ganz eine spannende Frage, aber man kann es, glaube ich, schwer prognostizieren. Fakt ist, dass unser System komplett auf den Kopf gestellt wird. Ja. Wir haben jetzt im Moment 17 Billionen an Anleihen mit negativer Rendite, also mit fix negativem Ertrag, ja, da ist die Inflation jetzt noch gar nicht inkludiert. Und wir sehen natürlich auch, ich habe das Beispiel der Tätowierung angebracht im Vortrag, das ist für mich einfach ein Symbol oder ein Indiz, dass die Leute einfach im Hier und Jetzt leben, ja, dass sie nicht mehr langfristig planen, dass sie die Kohle raushauen und verkonsumieren, weil sparen. Und ich bin, Stöferle sagt es ja schon, ich bin schwäbischen Ursprungs. Ja, Sparen ist ja durchaus etwas Positives. Nur in diesem Zinsumfeld wird man massiv dafür bestraft. Ja. Und das ist das Perfide. Man spart ja nicht, damit man einfach nur viel anhäuft. Man spart für schlechte Zeiten. Ja. Man spart dafür, dass man vielleicht, wenn alle anderen gerade keine Liquidität haben, dass man da vielleicht Kaufkraft hat, ja, und in die Schwäche hineinkaufen kann, beispielsweise am Aktienmarkt. Und
dass diese Tugend, die, glaube ich, auch ganz wichtig ist für unsere Kapitalstruktur, ad absurdum geführt wird, das hat langfristig massiv negative Konsequenzen. Ich finde das bemerkenswert, was Sie in diesem Punkt sagen, Kurzfristigkeit, dass die Notenbanken uns gewissermaßen da reintreiben. Das ist ja Gift für eine Gesellschaft. Da geht Verlässlichkeit flöten, da leidet Vertrauen, das, was Sie eingangs schön dargestellt haben, und dann lösen sich ganze Strukturen auf. Das sieht nicht gut aus. Ja, es ist ein bisschen so mit der Kapitalstruktur wie bei einem schönen alten Haus. Ja, in Wien gibt es ja diese wunderschönen Gründerzeithäuser, ja, die von der Bausubstanz fantastisch sind, vor allem wenn man es mit neuen Häusern vergleicht, ja, wo auch die Kurzfristigkeit sicherlich zu bemerken ist. Aber bei einem alten Haus ist ja auch, wenn man da nichts investiert, ja, dann schaut es vielleicht nach 5, 6 Jahren schaut es noch gut aus, aber dann beginnt es langsam zu bröckeln. Ja, und dann wird es immer klarer, dass dieses Kapital verkonsumiert wird. Und ich glaube schon, dass wir hier in unseren Breitengraden in den letzten Dekaden einfach sehr, sehr viel Kapital aufgebaut haben. Ja. Und das ist jetzt nicht nur Finanzkapital, das ist Humankapital, ja, das sind fantastische Unternehmen, fantastische Unternehmerpersönlichkeiten, und diese Kapitalstruktur wird im Moment verkonsumiert. Ja? Und ich kenne wenige junge oder mittelalte, sage ich mal, in meinem Alter, die jetzt wirklich noch Unternehmen gründen. Ja? Ich kenne wenige, die wirklich sagen, ich denke langfristig, investiere langfristig. Das sieht man am Aktienmarkt, ja, wo die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie mittlerweile bei 0,4 Sekunden liegt. Ja. Das sieht man daran, dass jeder eigentlich nur noch auf Quartalszahlen schaut. Und dieses mangelnde langfristige Denken ist sicherlich etwas, das symptomatisch ist für unsere Zeit und das mich durchaus besorgt. Ja. Damit sind wir in einer Gesellschaft, die auf Verschleiß läuft, die ihre eigene Substanz aufzehrt. Wenn man über sowas redet und die Kapitalmärkte beobachtet, dann landet man früher oder später immer beim Gold. Das Stichwort wollte ich Ihnen noch geben. Sie geben seit vielen Jahren den Goldreport heraus, eine viel beachtete Publikation. Das haben Sie, glaube ich, gerade wieder gemacht für dieses Jahr. Wenn man so 3, 4, 5 Jahre nach vorne schaut, wie sieht es denn fürs Gold aus? Die Frage ist natürlich, was ist die Motivation, wieso kaufe ich eigentlich Gold? Ja? Und da ist es uns immer ganz wichtig, der Philipp Vorndran hat den Begriff einmal geprägt, Sicherheitsgold, wirklich als monetäre Versicherung gegen monetäre Großevents wie hohe Inflation, wie Währungsreform, wie finanzielle Repression etc., dann immer physisch, ja, dann sicher gelagert, dann möglichst wenig Gegenparteienrisiko, oder ich möchte Performance machen. Ja. Dann kann ich natürlich auch Minenaktien kaufen, die im Moment sehr, sehr spannend sind. Dann kann ich das auch über Papiergold abwickeln etc. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Wieso kaufe ich eigentlich Gold? Ja, das ist motiv, ja. Ich sehe Gold als nicht als Assetklasse und auch gar nicht als Konkurrent zu Aktien oder zu Immobilien. Das ist wie wenn ich den Roger Federer mit Tiger Woods und Marcel Hirscher vergleiche. Das macht keinen Sinn. Ja. Das sind einfach unterschiedliche Eigenschaften. Aber ich glaube schon, dass Gold im derzeitigen Umfeld auf jeden Fall Sinn macht. Denn niemand weiß, wie diese monetären Großexperimente ausgehen werden. Ich glaube nicht, dass die große Zinswende nach oben kommen wird. Also eher gibt es wahrscheinlich die Homo-Ehe in Saudi-Arabien. Ich glaube jetzt nicht, dass die Realzinsen massiv stark steigen werden. Ich glaube nicht, dass die Verschuldung plötzlich abgebaut wird. Also in diesem Umfeld vom Big Picture her, glaube ich, macht Gold absolut Sinn. Das hat es auch schon in den letzten Jahren, aber jetzt sehen wir zum ersten Mal wieder Trendstärke. Jetzt sehen wir auch, dass große Investoren wieder reingehen, wie ein Ray Dalio beispielsweise, wie ein Paul Tudor Jones, die jetzt sagen, okay, Gold ist ihr bevorzugtes Investment auf Sicht der nächsten Jahre. Das sind auch die Notenbanken, speziell eben die Russen, aber auch die Chinesen. Wir bringen den Goldreport jetzt auch auf Chinesisch raus, weil China der größte Goldkonsument, aber auch der größte Goldproduzent ist. Und wir sehen überall eigentlich, dass es eine gewisse Renaissance von Gold gibt. Und insofern stimmt mich das sehr zuversichtlich für die nächsten Jahre. Ich glaube, wir sind am Beginn dieser Party. Da werden wir noch viel Freude haben. Und ja, insofern sollten wir es genießen.
sagt Ronald Stöfferle. Ganz herzlichen Dank für dieses interessante Interview. Dankeschön. Ich hebe mein letztes Mal das Buch hoch. Ich habe es gerade gelesen. Kann man sehr empfehlen, auch wenn man schon in dem Thema relativ tief drin ist. Ist auch sehr politisch geprägt. Sie haben extra gesagt, das hat natürlich alles gesellschaftliche Konsequenzen, was wir da haben. Also vielen Dank auch, dass Sie uns das geliefert haben. Sehr gerne. Und weiterhin alles Gute. Dankeschön.